Guten Morgen. Wir sind jetzt in Schönau am Königssee. Und da kann man sich die Tickets kaufen. Da fahren wir nachher nach St. Bartholomä. Nehmen wir ein One-Way-Ticket, 8,50 Euro. Und von St. Bartholomä gehen wir dann zur Eiskapelle. Und dann Berchtesgadener Weg, Watzmann-Ostwand. Diesmal schaue ich, dass ich die Schlüsselpassagen ein bisschen kommentiere, damit man halt schön durchfindet. Und dann habt ihr mal ein bisschen andere Aufnahmen im Vergleich zu dem anderen Video, das es von mir schon gibt. Das melden wir nachher später wieder. Da stehen dann schon ein Haufen Leute da. Schau bitte. Jetzt sitzen wir mittlerweile schon am Schiff. Das ist der Fosi. Und wir haben es keine Schwimmflügel gegeben. Und jetzt fahren wir eine halbe Stunde um bis St. Bartholomä. Florian Silbereisen. Das ist ja der Raum, der was da mitspielen kann. Der Stefan Moos. Da steht einer in der Runde und spielt. Ich frage mich gerade, ob das mit einem Schwarzer geht. Sie ist eben die Luft ausgegangen. Ja. Bravo! So, jetzt sind wir da in St. Bartholomäo gekommen. Da dahinter ist eh schon der Watzmann. Und ja, da folgen wir jetzt dann einfach die Schüttel und gehen zurück Richtung Eiskapelle. Zustieg ist ungefähr eine Stunde bis zum Fuß der Ostwand. Da sind wir da hinter Bartholomä. Bartholomä! Und der Deutsche hört sich nachher der Weg gleich auf. Einmal links und einmal rechts. Wir müssen links gehen. Und da rechts, das kleine Hütte, das ist das sogenannte Ostwandlager. Da schlafen die Ostwandaspiranten drinnen. So. Und wir gehen da jetzt zu den Wanderweg zurück rein. So, jetzt sind wir da ganz am Ende vom Weg und da vorne sehe ich mir eh schon die Eiskapellen und wir müssen jetzt dann da so links von der Eiskapellen so rauf, geht einmal unser Einstieg. Laut meiner Uhr sind wir jetzt dann auf 1085 Meter, ich habe es aber nicht kalibriert. Jetzt sind wir da am Ende von dem Weg von unten rauf vom Schuttkorb. Und jetzt sind wir direkt in so einer Rinne gelandet. Da gibt es das erste Mal ein bisschen einen Schutz vor der Sonne, ein bisschen einen Schatten und da müssen wir jetzt raufgehen. So, die Rinne geht man immer rauf und hält sich auf der rechten Seite von der Rinne, wie dass man da noch einen nicht da gerade weiter geht, also vor dem Block da, geht man da auf der rechten Seite schön raus. Wenn man da weitergeht, dann verkaufst du den Weg immer folgen, bis man dann einmal vor so einem Felsen steht, der meistens nass ist. Und dann muss man da ein bisschen ungut rüberqueren. Nach der Felsquerung geht es dann linke Hand hoch. Und zwar wieder in so ein felsiges Gelände. Und da folgen wir dem Weg so links raus. Man folgt dann wieder den Weg rauf, bis man dann wieder vor so einem Felsen steht. Und da muss man dann wieder da so unten rüberkraxeln. Das Ganze ist halt ausgesetzt, muss man aufpassen. Nach dem Felsen geht es dann wieder so eine Rinne rauf,
wo wir dann nach 10 Höhenmeter den Ausstieg auf die rechte Seite nicht verpassen darf. Sprich, da darf man dann nicht mehr weiter rein, sondern man muss da rechts raus. So, jetzt sind wir gerade im Schuttka. 1340 Meter. Das ist eine gute Möglichkeit, dass man noch einmal die Wasservorräte auffüllt. Und jetzt müssen wir zuerst da rauf und nachher rechts um. Und dann geht es ein bisschen zum Draxeln los. Ha! So, jetzt sind wir da so hinaufgekommen. Da unten sieht man eh das Schuttka, da sind wir insgesamt her. Und jetzt geht es da so ein ausgesetztes Grasband, 1-2er Kletterei um. Ist ein bisschen zum Aufpassen, aber schön zum Steigen. Höher! Viel höher! Viel höher! Ja, am gescheitesten ist, wenn du überhaupt da über den Tuten drüber kreist, Christian. Ja. Da muss man jetzt sein, da so gerade vieren. Und dann da oben, wo der Tuten hat, der Fels ist, oder? Wo das Plateau ist. Da ungefähr muss man nachher vorbei. Da ist schwer, dass man einen richtigen Weg findet. Da geht es jetzt zur Wasserfallwand. So, jetzt sind wir gerade bei der Wasserfallplatte angelangt. Christian und ich gehen am Saal. Ja, da oben. Mach gerade einen Stand, ich kann bauen. Jetzt sind wir da oberhalb von der Wasserfallplattenwand. Und da muss man jetzt dann da gleich ganz rechts um und schauen, dass man das Großbandel da erwischt. Und nachher geht es in so eine Rampen rauf. Ja, gut. So, jetzt sind wir da mitten in der Rampe. Eh schon fast 100 Höhenmeter aufgereiht. Da oben in der Mitte ist die nachher aus. Ja. Und nachher geht es wieder so eine Querung um und dann geht einmal ein blöder Raufschwung wieder. Und dann ist das Schlimmste geschafft. Der Sam fährt den Kabeljere. Jetzt sind wir da ausgestiegen aus der Rinne und da geht es jetzt an ausgesetzt. Da oben müssen wir. Jetzt ist man da von so einer Querung so ausgesetzt umgekommen und dann muss man schauen, dass man sich auf der linken Seite von diesen Felsen hält. Da ist ja ein Schlaghaken und ein paar Laschen irgendwo drinnen. Einfach da noch Ausschau halten. Das Gelände dreht sich dann so nach rechts. Und da geht es dann wieder so eine Rampen auf. Aufhänger! Ja. Ja. Ich kenne wohl ein paar Sanduhren, die ausgebrochen sind. Jetzt haben wir da so einen Riss aufgereiht. Und voll gut zum Steigen ist da. Fels schön kompakt. Und jetzt geht es da gerade weiter. Riss in der Alpinsprache, Muschi in der Menschensprache. Genau. Und nachher oben wieder rechts raus. Und ja, nachher müssen wir das Biwak bald sehen. So. Jetzt sind wir da herum. Da ist zuerst so ein kleinen Grat zurückgegangen. Und jetzt dann schauen wir, dass wir da nochmal Wasser auffüllen. Und dann müssen wir da drüben durchs Gelände rauf. Und ja, dann ist einmal weiter Biwak-Schachtel. Wir sind jetzt zuerst da unten die Schlucht ein bisschen reingereiht. Und dann durch so Wasserrillen auf und dann auf den Grat, auf die Platten. Da bleibt noch immer ziemlich oben. Und da vorne ist jetzt die Biwak-Schachtel.
Da geht man noch an 70 Meter beim Biwak weiter zurück. Und noch an geht man so eine Rinne auf der linken Seite auf. Man kommt dann einmal bei so einem Schlaghacken vorbei. Und bei dem muss man dann rechts abbiegen und da so raufgehen. Von dem Abzweiger unten. Ja. Nein, ich mache gerade ein Video. Da hält man sich einfach immer gerade rauf und nutzt halt die Stocktouren. Wenn man das Schrofengelände da logisch nutzt, immer gerade rauf geht, ziemlich gerade, dann steht man nachher irgendwann einmal vor dem Wandel da. Das ist das Ausstiegswandel. 3 Plus Schlüsselstellatur. Da werden wir jetzt durchgehen und nachher geht es nur durch einen Kamin raus bis zum Gipfel. Ja, und wenn man nachher auch noch ziemlich gerade weitergeht von dem Ausstiegswandel, dann kommt man noch bei so einem Kamin da vorbei. Und durch den greifen wir rauf. Und da haben wir es nachher geschafft. Dann ist man durch die Watzmann-Ostwand durch. Saufäscherohrs. Ja, jetzt dann haben wir es geschafft. Ich weiß nicht, ich bin einmal stein weg. Jetzt sind wir hier oben am Gipfel. Und halt echt die Dohlen sind da schon da. Das ist ein kleines Rucksack. Es ist halt so ein bisschen neblig. Aber das macht die Stimmung da herum eigentlich immer ganz besonders. Und ich freue mich richtig, dass ich da herum bin, weil das war heute eine richtige Plagerei. Ja. Und wir gehen jetzt an keine Überschreitung mehr. Wir gehen von der Südspitze direkt da ins Wimbachgries. Und dann geht es 11 Kilometer vom Wimbachgries raus. Ich muss einmal schauen, ob es mich nachher noch gefreut hat, weil morgen auch ein bisschen dokumentieren. Falls nicht, hoffe, dass das gefallen hat. Und sonst zeige ich noch ein bisschen was her. Und als Leitspruch vom Tag. Ah ja, jetzt kommt der Leitspruch vom Tag. Wir wollten ja noch höher, aber der Berg war alle. Hashtag Saumugel. Wart's mal. Slow verteckt.